Vielen Dank. Also der Titel meines Beitrags ist ja, wie wir als Gesellschaft den Boden unter unseren Füßen verlieren konnten. Eine Spurensuche. Als ich erfahren habe zum ersten Mal, dass wir in den letzten ungefähr 70 Jahren 30 bis 50% des weltweiten Humus verloren haben. Und als die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, verlauten ließ, dass wir, wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir das heute tun, und damit meine ich jetzt nicht nur die Bauern, sondern die Gesellschaft, dass wir dann noch für 60 Ernten genügend zu essen haben für alle Menschen. Das hat mich tief betroffen gemacht. Und bis auf den heutigen Tag. Ja, 60 Ernten, das ist nicht mehr so viel. Und ich habe da einfach gemerkt, oh, eigentlich weiß das fast niemand, außer vielleicht ein paar Expertinnen und Experten und vielleicht auch die Bäuerinnen und Bauern, die merken, wir müssen jedes Jahr ein bisschen mehr Leistung erbringen und bekommen aber jedes Jahr vielleicht ein bisschen weniger für unsere Produkte. Und dann haben wir uns entschieden und ich mich auch als Geschäftsführer der Bio-Stiftung, dass wir in diesem Bereich ein bisschen mithelfen möchten, Bewusstsein zu bilden in der Gesellschaft für diese Problematik und damit die Bäuerinnen und Bauern, die Treuhänderinnen und Treuhänder des Bodens eben nicht mehr so alleine zu lassen. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir den Boden, die Grundlage unserer Existenz so aus dem Bewusstsein verlieren konnten, und zwar eigentlich weltweit. Und ich habe dann von Goethe und anderen gelernt, dass man manchmal in die Vergangenheit reisen muss, um gewisse Sachen vielleicht dann auch zu verstehen. Das heißt, ich möchte Sie alle einladen heute, dass wir eine gemeinsame Reise machen in der Zeit, und zwar zu den fast in mystische Zeiten zurückgehen, an den Ursprung zu der Agrikultur, also an der Ursprungs-, an die Wurzel der bäuerlichen Tätigkeit und der Kultivierung und der Sesshaftwerdung dann auch der Menschen, der Menschheitsgeschichte. Und wenn ich Wurzeln sage, dann hat das im Zusammenhang mit Landwirtschaft natürlich immer noch eine tiefere Bedeutsamkeit, weil die Wurzeln ja auch, wie wir aus der Forschung wissen, für die Fruchtbarkeit des Bodens eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und somit, wenn wir vielleicht an die Wurzeln, das ist meine Hoffnung, dieses landwirtschaftlichen Impulses reisen, dass wir dann auch die Fruchtbarkeit des inneren Bodens, auf dem wir stehen, wenn wir alltäglich unsere Arbeit tun, einfach auch befruchten können, genauso wie die Wurzeln in der äußeren Landwirtschaft eben eine wesentliche Rolle spielen. Wir reisen jetzt ungefähr 8000 Jahre zurück in der Zeitgeschichte ins alte Persien oder Iran. Dort in einer Zeit, als das Priestertum und das Königtum noch eins waren, als die noch nicht getrennt waren, also Religion und Rechtsordnung noch verbunden waren. Da lebte der Priesterkönig Zarathustra. Zarathustra wird in den alten Schriften als der Initiator der neolithischen Kultur, der neolithischen Revolution bezeichnet, als der Begründer der Ackerbaukultur in der Menschheitsentwicklung. In einem Hymnus wird er erster Priester, erster Krieger und erster viehzüchtender Bauer bezeichnet. Er wird als der Begründer und Gesetzgeber aller menschlichen Verhältnisse in Religion, Recht und Wirtschaft bezeichnet.
Er war also ein Bauernkriegerpriester und Auslöser eben einer Revolution, einer großen Veränderung. Die Wiege unserer Kultur und auch des Ackerbaus liegt also im Iran. Ich selber habe das Land bisher 5-mal bereist und hoffe, das auch in Zukunft noch öfters tun können. Ist auch eine liebe Freundin jetzt hier heute dabei, die da auch mit dabei ist jeweils. Ich möchte nun einige neue, zentrale neue Elemente, die Zarathustra in die Menschheitsgeschichte eingebracht hat, hervorheben. Und zwar ein neues Element war, dass die Auffassung, dass der Mensch die Bearbeitung der Erde, dass das seine Aufgabe sei, weil er darin ein Erlösungsgeschehen sah, die Welt, die Schöpfung, die aus dem Zusammenhang gefallen war, in die Materie wieder zu erlösen, das Lebendige in der Schöpfung wieder zu erlösen. Das sah er als eine Aufgabe der bäuerlichen Tätigkeit. Es war also als Erlösungsgeschehen der Schöpfung gedacht und die Welt als ein gefallener Teil der Schöpfung betrachtet. Und es ist ja auch in heutiger Zeit noch so, dass viele Menschen in sich diese Gefühle hegen, dass sie die Schöpfung bewahren möchten und ehren möchten und auch in Harmonie mit ihr leben. Es ist uns möglich, heute noch ein bisschen in die Denk- und Empfindungsart der damaligen Zeit, also vor über 8000 Jahren, hineinzutauchen. Weshalb ist das so? Das ist so, weil das Avesta, das ist also das heilige Buch des Zarathustra, das eine der ältesten oder die älteste Schrift der Menschheit, wo Teile davon erhalten worden sind, eben diese Schrift, durch die Erhaltung dieser Schriften es uns möglich ist, einen Eindruck zu bekommen von der Denk- und Gefühlsart der damaligen Zeit. Und davor wurde Geschichte von Mund zu Ohr und durch Mythen und Legenden, die wir heute teilweise eben auch noch erhalten haben, die dann später aufgeschrieben wurden, auch noch haben. Und ich möchte Ihnen jetzt aus diesem Avesta, also einer Schrift, die aus einer Zeit vor 8000 Jahren herstammt, eine Verehrung oder eine Lobpreisung, und zwar Yasht 29, vorlesen, wie das damals geklungen hat. Es ist ein, wie ich finde, sehr berührendes Zwiegespräch zwischen der Seele und dem Geist der Erde und der Gerechtigkeit zuerst und im zweiten Teil zwischen Seele und Geist der Erde und der Gerechtigkeit mit Gott. Ich zitiere jetzt. Höret! Zum Himmel empor rief klagend die Seele der Erde. Wozu bin ich da? Wer hat mich geschaffen? Immer nur geben. Raserei bedrückt mich. Ich werde misshandelt. Rohheit quält mich. Niemand, nirgend um mich eine Hilfe, ein Erbarmen. So habt Erbarmen, ihr in der Höhe, und helft dem Lande meines Leibes. Und es fragte der Erdgeist die Gerechtigkeit. Wo ist das Recht für die Erde? Sie ist geschaffen und leidet Gewalt. Ewig nur leidet sie. Wo ist ein Herz, auch für sie zu fühlen? Wo eine Kraft, die ihr die Hilfe bringt? Da antwortete die Gerechtigkeit, ich sehe keine Hilfe. Immer glauben die Menschen, was wehrlos ist
und nicht klagen kann, sei nur für sie, sei ohne eigenes Recht. So will ich selbst. Lass uns beten zu Gott mit flehenden Händen, du und meine Seele, für diese klagende Erde. Da ertönte die Stimme Gottes, der alle Gründe kennt, vor dem es keine Verborgenheit gibt. Niemand war da, als ich dich werden hieß. Dein Sein ist von mir und jeder deiner Gedanken. Jetzt sollst du Nahrung geben den Menschen. Frage nicht und klage nicht, denn im Voraus weiß ich deine Fragen und Klagen. Also sprach Gott, und sein Geist kam über die Erde, und sie erschütterte in ihren Tiefen in Hingabe und sprach: Wen hast du, Gott, der es den Menschen verkünde, wie ich nun anders bin? Und sie weinte und rief: Ach, die Menschen sind schwach und bedürfen meiner, und ich wollte mich ihnen versagen. Wer wird ihnen künden, wie gern ich jetzt helfe? Da sprach der Geist: Es ist einer unter ihnen, der mit dir fühlt. Dir Lautlosen will er seine Stimme leihen. Zarathustra Spitama. Ja, die in auf gleiche und ähnliche Art und Weise wurden die Bauern auch aufgefordert, wilde Tiere zu domestizieren und sie eben auch mit einzubeziehen und Getreide anzubauen. Und das war alles eine sehr heilige Sache. Ich belasse es aber jetzt bei diesem einen Auszug. Die Lehre des Zarathustra war also eine Kulturarbeit in Bezug auf Umwandlung und Bearbeitung der Erde. Es gibt heute noch in der lateinischen Sprache einen semantischen Zusammenhang zwischen den Begriffen Agricola, Cultura, Cultus und Cultor oder Cultrix. Agricola bedeutet Ackerbauer. Cultura bedeutet einerseits Pflege, Bearbeitung, Anbau und Landwirtschaft und andererseits aber auch geistige Ausbildung, moralische Veredelung. Der Begriff bezog sich also auf die innere Kultivierung des menschlichen Seins, genauso wie auf die Kultivierung der Erde. Und das hat sich da sogar gegenseitig bedingt. Und der Begriff des Kultus heißt dann eben Ackerbau, Anbau, Pflege und Kultivierung und gleichzeitig aber auch Anbetung und Gottesdienst. Und der Kultor oder die Kultrix, das waren die Bebauer, Pfleger, Züchter, Beschützer und Bauer, aber auch Freund und Liebhaber und Verehrer und Priester. Kultur und Agrikultur, Gottesdienst und Dienst an der Erde waren also noch eins. Kultur und Kultus waren eins. Und was Zarathustra eigentlich zum ersten Mal auch eingebracht hat, ist, dass er die Tätigkeit
des bäuerlichen Seins und der Bearbeitung der Erde die Umgestaltung, die Erlösung der Schöpfung sozusagen als einen Sinn und eine Sinnaufgabe und eine zielgerichtete Aufgabe in die Evolution hineingestellt hat. So, in diesen Zeiten und auf diesem Grund wurzelt das bäuerliche Sein. Ich finde das immer wieder sehr berührend, sich da mal darauf zu besinnen und zu beziehen. Und wir machen jetzt einen Sprung, nicht mehr so lange, aber kurz ins alte Griechenland. Das ist also circa 1600 bis 27 vor Christus. Da waren die Götter schon etwas näher. Die hausten jetzt nicht mehr so sehr im Himmel, sondern auf dem Olymp. Und sie waren auch schon, die Figuren waren jetzt schon, wie man in der griechischen Kunst sieht, menschenähnlicher geworden. Zwar immer noch viel größer als die Menschen, aber es kommt alles jetzt näher. Und zum Beispiel Demeter, der Name Demeter, den ihr sicher auch kennt, bezieht sich eben auf die Göttin der Fruchtbarkeit, die es damals im alten Griechenland gab und für die einmal pro Jahr immer Feste gefeiert wurden. Im Jahre 1452 bis 1519 lebte dann Leonardo da Vinci, und der, von dem ist erhalten unter anderem, dass er sagt: Wir wissen mehr über die Bewegung der Himmelsgestirne als über den Boden unter unseren Füßen. Das ist bestimmt auch heute noch teilweise der Fall, obwohl sich da sicher schon auch ein bisschen was geändert hat. Jetzt machen wir wieder einen Sprung in die Goethe-Zeit. Goethe, der 1770 bis 1830 gelebt hat. Also das kommt jetzt schon näher, da gibt es vielleicht schon einige Familien unter euch, deren Stammbäume bis in diese Zeit und vielleicht noch weiter zurückgehen. Aber in dieser Zeit, da waren noch 85 bis 90% der Menschen direkt oder indirekt in der Landwirtschaft tätig. Es hatten also alle Menschen noch mehr oder weniger einen Bezug zu der Natur und arbeiteten damit. Und nun beginnt aber langsam ein Verlust dieses Zusammenhangs zwischen innerem und äußerem Boden, zwischen innerer und äußerer Kultivierung. Und es beginnt eigentlich auch eine Veräußerlichung der Wahrnehmungskonzentration, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, dass die Not der Erde und auch die Not der Natur und der Böden und der Gewässer und auch der Bäuerinnen und Bauern und der Menschen auch damit zusammenhängt, dass das ein Bild ist für die Beziehungslosigkeit und Not der Menschen zu sich selbst, zu den Tieren und zu der Erde. Begonnen hat das auch einerseits mit dem Einzug der Maschinen in die Landwirtschaft, die wir ja auf der einen Seite ungemein schätzen, weil sie uns eben viele schwere Arbeit abnehmen und auch ermöglichen, für mehr Menschen Lebensmittel zu produzieren und auch Menschen, vielen Menschen ermöglicht hat, so aus der eigenen Bewirtschaftung des Bodens hinauszugehen und sich in andere Bereiche des Wirtschaftskreislaufs hineinzubegeben. Und gleichzeitig, also das ist sozusagen, die Maschinen sind auf der einen Seite ein Segen und ohne die könntet ihr eure Arbeit gar nicht machen. Und auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass dann etwas Maschinelles, was sozusagen Totes ist, zwischen die Lebenssphäre und den Menschen sich auch dazwischen gestellt hat. Und das hat natürlich neben dem Segen auf der einen Seite auch seine Konsequenzen auf der anderen Seite, weil eben eine Maschine
halt die Bedürfnisse der Natur oder der Tiere nicht wahrnimmt, sondern die hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die sind technischer Natur und nicht lebendiger Natur. Und das ist aber eigentlich die Maschinen, damit kann man, glaube ich, umgehen. Ja, die, wenn man da ein bisschen Awareness, ein bisschen Achtsamkeit auch entwickelt, kann man mit den Maschinen da, glaube ich, ganz gut abspüren, wann ist wo, welche Maschine jetzt angesagt und wann kann ich ins Feld und wann vielleicht lieber nicht und so. Schwieriger wird es dann, als dann die industrielle Revolution stattfindet. Also dann Maschinen begonnen haben, immer selbe Produkte in derselben Größe und in derselben Qualität genau gleich aussehend zu produzieren. Und dieses industrielle Denken, das wurde dann nach und nach eben auch in die Landwirtschaft hineinprojiziert und hineingenommen, sodass man heute eigentlich sozusagen auch an Karotten, an Kartoffeln, an Äpfel und an Tiere die so anschaut, wie wenn die industrielle Produkte wären, wie die eben, die müssen alle gleich aussehen und wenn die nicht gleich sind, dann werden sie vom Großhändler vielleicht nicht abgenommen und so. Also ein industrielles Denken von Dingen, ja, die toten Dingen, die man industriell herstellen kann, wie eine Schraube oder eine Mutter oder eine Feder, wird jetzt auf Lebendiges angewendet. Und das ist vielleicht das ist einer der größeren Probleme, Ursachen für die Probleme, die wir heute haben. Was dann noch dazu kam, war dann das moderne Geldwesen oder vielleicht müsste man eher sagen Geldunwesen, die Spekulation auch an den Börsen, wo dann begonnen wurde, eigentlich alles mit Werten zu bewerten und zu handeln. Also dann kam noch dieser auf einer absoluten Illusion basierenden Gedanke des heutigen Wirtschaftsdogmas, des ewigen Wachstums hinzu. Ja, man glaubt an den ewigen Wachstum in der Wirtschaft, aber ihr Bäuerinnen und Bauern seid diejenigen, die diese Illusion eigentlich durchschauen könnt, weil es ja klar ist, dass ein Boden oder ein Gewässer, das Tiere, alles, was lebt, eben nicht immer mehr und mehr und mehr produzieren kann. Ja, wenn ihr am Gras zieht, wächst es deswegen nicht schneller, sondern die Ertragskraft der Böden und der Gewässer, die hat ihre Lebensgesetzmäßigkeiten, weil die eben lebendig sind, eine Lebenssphäre sind und nicht etwas Totes. Und deswegen müssen wir in Zukunft auch eine neue Wirtschaftsordnung wieder haben, die nachhaltige Ertragskraft der Böden und der Gewässer und der Wälder an die Lebensbedingungen dieser Lebenssphären anpasst und die respektiert. Und deswegen wird die Ökonomie der Zukunft, glaube ich, aus einem bäuerlichen Denken und aus der Landwirtschaft, wieder aus der Landwirtschaft heraus, wird eine Revolution stattfinden müssen und dürfen, wie das damals schon bei Zarathustra der Fall war. Also durch diesen Einzug sozusagen der Maschinen, dann des industriellen Denkens, also die Lebenssphären anzuschauen wie tote Produkte und dann die Spekulation und das Geldwesen, was immer nach immer mehr und Wachstum verlangt, das hat alles dazu geführt, dass jetzt heute ihr alle auch Teil in so einem getriebenen System seid, was jetzt Gott sei Dank kann ich sagen, in allem Respekt natürlich neben für die anderen Seiten auch, aber durch dieses Corona-Phänomen mal ein bisschen zum Stillstand gezwungen wurde. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei euch auf den Höfen, da gibt es vielleicht noch mehr zu tun, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist mal da eigentlich ein Stillstand zustande gekommen, den wir selber nicht machen konnten. Wir hatten nicht die Kraft oder den Willen oder die Möglichkeit, diesen Stopp mal zu machen, der eigentlich schon lange nicht menschengemäß und naturgemäß war. Doch jetzt möchte ich diesen Teil ein bisschen abschließen und vielleicht ein bisschen noch auf die
Dringlichkeit der Probleme, die das jetzt verursacht, kommen. Das ist ja schließlich auch ein Grund für diese Vortragsreise. Und da sind jetzt als Ausdruck auch dieses industriellen Denkens und dieses immer mehr Umsatz- und Wirtschaftswachstum-Denkens sind eben, das hängt direkt mit diesen chemisch-synthetischen Dünger- und Pestizidproblematiken zusammen, die wir heute haben. Heute ist es ja so, dass wir ungefähr weltweit betrachtet 95% sogenannte konventionelle Landwirtschaft haben und etwa 5% ökologische Landwirtschaft. Gleichzeitig ist es so, hier bei uns in Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass rund 1-2% der Menschen noch in der Landwirtschaft tätig sind. Und diese 1-2% der Menschen tragen aber die ganze Verantwortung, die Ernährungsverantwortung der Gesellschaft hier jetzt bei uns. Und das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe und Verantwortung. Deswegen kann man auch nicht einen Systemwandel einfach von heute auf morgen top-down erzwingen, sondern das muss eigentlich aus einem freien inneren Entschluss jedes einzelnen Menschen geschehen, in dem Moment und in den Schritten, das können ganz kleine Schritte sein, wie es für jeden einzelnen Menschen und für jeden einzelnen Hof stimmt. Das kann man nicht erzwingen, da steht zu viel auf dem Spiel. Und gleichzeitig kann man aber auch nicht nichts tun. Also ich empfinde mit der Not der Bäuerinnen und Bauern genauso wie mit der Not der Erde und der Lebenssphären und ich komme da noch ein bisschen da drauf. Wenn wir jetzt eben uns vergegenwärtigen, dass es etwa 750 Jahre dauert, bis 5 cm Humus entstehen, also das sind lange Zeiten. Ja. Heute denken die Bauern, ihr seid vielleicht noch die, die am längsten denken. Ihr denkt mal über 7 oder 10 oder 12 Jahre in einer Fruchtfolgephase, vielleicht mal in 30 Jahren, wenn ihr was Investitionen tätigt, einen Bau oder so. Aber die anderen Leute in der Stadt, oder die denken manchmal nur an die nächste Woche oder vielleicht noch einen Monat. Und wenn es hochkommt, ein Jahr. Und alles, was darüber hinausgeht, ist noch nicht, im Normalfall eigentlich noch nicht Teil des Radius. Also das Denken hat sich unglaublich verkürzt. Und wenn wir jetzt dazu nehmen, also 750 Jahre, 5 cm Boden, und dass dann aber in einem Esslöffel fruchtbarem Humus mehr lebendige Organismen leben, als es Menschen auf dem ganzen Planeten gibt. Ja? Also es gibt Milliarden von lebendigen Mikroorganismen in einem Esslöffel fruchtbarem Boden. Das ist faszinierend, finde ich. Und auch, es begeistert mich auf der einen Seite und es macht mir auch eine gewisse Ehrfurcht, wenn ich das so sagen darf. Ich habe jetzt kein besseres Wort, weil diese Tiere sind da, obwohl ich eigentlich fast nicht sehe. Ich sehe die eigentlich nicht. Ja, ich sehe vielleicht einige, die eine gewisse Größe haben, irgendeinen Springschwanz oder einen Regenwurm oder Ameisen. Und wenn ich das Mikrofon nehme, noch ein paar kleinere Sachen. Aber der größte Teil dieser Lebewesen, die da drin leben, die sehe ich nicht. Und trotzdem sind sie da. Weltweit ist es so, dass wir pro Minute rund 30 Fußballfelder Humus verlieren. Das sind jährlich gesehen mehr als 3 Tonnen, also 3000 Kilo Humus pro Erdenbewohner. Und wenn ich jetzt noch auf die Biodiversität, das ist eigentlich ein Zeichen des Lebens und des Lebendigen, die Vielfältigkeit, die Biodiversität schaue, dann sind wir heute nicht nur an dem Punkt angekommen, pro Tag sterben momentan etwa 140 Arten aus. Und es sterben nicht nur eben Tiere und Pflanzen aus jeden Tag, sondern
auch die Bauern sterben. Es gibt das Höfesterben und das Bauernsterben. Und das kann uns als Gesellschaft einfach nicht kalt lassen. Ja, wenn die Bauern sterben und die Böden und die Lebewesen, die Biodiversität schwindet, dann sind das einfach in der Sprache der Natur auch Hinweise, dass wir genauer hinschauen sollten, um herauszufinden, was da nicht so ganz gut läuft, was wir vielleicht neu bedenken und neu gestalten müssen. Und wer von Ihnen weiß, was Glyphosat ist? Also Glyphosat kennt ja vielleicht jeder jetzt als das meistverkaufte Pestizid weltweit, seit Jahrzehnten tonnenweise ausgebracht. Ja. Wer weiß, was Glyphosat ist? Könnt ihr mal schnell die Hand heben? Nicht so viele, aber einige, schön. Glyphosat ist ein Antibiotikum. Das ist als Antibiotikum zugelassen und registriert. Das heißt, wir sprühen also ein Antibiotikum seit Jahrzehnten großflächig auf das Mikrobiom des Bodens aus und glauben bisher lange den Herstellern, die damit Milliarden verdienen, dass das nichts ausmacht und nicht schädigend sei und man da nur ganz spezifische Organismen zerstört. Und es tut mir leid, wenn ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten und wenn das jetzt, das ist, ne, dass ich das so sagen muss, dass das so ist und das ist ein Schmerz natürlich auch für mich und bestimmt auch für diejenigen, wo das momentan einfach auch noch zu ihrem Ausbildungsgelernten dazugehört und man das macht. Und es geht auch nicht darum, da jetzt irgendwas zu verurteilen, sondern dass man das weiß. Dass man das weiß und dann vielleicht auch anfangen kann, nochmal anders darüber nachzudenken, als wenn man denkt, das ist einfach nichts Schlimmes. Ja, da gibt es einfach in der Zwischenzeit viel zu viele Studien in Bezug auf die Wirkung auf die Mikroorganismen im Boden, auf die Wasserorganismen, aber auch auf die Regenwürmer und ihre Fertilität, ihre Fortpflanzungskraft. Zum Beispiel Professor Zaller von der Bodenkundlichen Universität Wien, der ja auch dann einen Vortrag halten wird hier, hat das mit seinem Team erforscht. Er war der Erste nach über 40 Jahren, wo man Glyphosat großflächig weltweit ausgebracht hat. Und dann bei den chemisch-synthetischen Düngemitteln ist es ja so, das ist eigentlich wie eine Art Doping für den Boden. Das ist wie bei uns Menschen und bei den Tieren ist Doping verboten, weil wir damit die Gesundheit gefährden. Aber beim Boden und bei den Pflanzen, der wird eigentlich ständig gedopt und man sagt uns, dass das eigentlich nichts macht und dass es keine andere Möglichkeit gibt. Und das ist aber nicht so, dass es nichts macht, noch dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, das ist so ein bisschen eines meiner Ziele, dass wir auf der einen Seite diese Herkunft und diese Verbindung mit der Erde und das als etwas Lebendiges, die Natur und die Lebenssphären zusammenbringen mit dem, was jetzt da gesamtgesellschaftlich entstanden ist durch diese industrielle Denken und dann auch durch dieses Wirtschaftsdogma des ewigen Wachstums und dass wir da, wenn wir diese beiden Sachen zusammenbringen und dann auch die Erkenntnisse der Forschung, was das bewirkt in den Lebenssphären und welche Zusammenhänge da vorhanden sind, dann könnte das eine Grundlage sein, glaube ich, in so einem Zusammenhang, wo ihr euch öffnet und den Mut habt zu sagen, ja, ich habe zwar vielleicht Respekt und ich habe vielleicht auch Ängste oder Vorurteile, mich zu öffnen und mich zu reflektieren, vielleicht auch mit anderen, aber ich respektiere diesen Mut. Ich weiß, was das bedeutet, seine Handlungen und die Gewohnheiten in Frage zu stellen, aber ich finde das richtig toll. Und da entstehen natürlich jetzt eben viele Fragen, wenn man diese Elemente zusammenbringt. Und zum Beispiel, was gilt es an unserer Beziehung zu den Böden, zu den Tieren, den Gewässern, zum Kompost,
und der Erde neu anzuschauen und neu zu gestalten. Also wie könnten wir eine zeitgemäße, lebendige Verbindung und auch Dankbarkeit zur Erde als eines lebendigen Organismus gestalten und neu bilden? Weil ein Stein kann ja nichts Lebendiges aus sich herausbringen, aber die Erde schon, der Boden. Also muss sie, wenn ich das konsequent weiterdenke, selber ja auch lebendig sein. Und wenn ich eben einem Lebewesen oder einer Lebenssphäre gegenüber mich empfinde in meinem alltäglichen Tun, kann das eine andere Grundlage sein, als wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Ding. Oder wie können wir unsere Pflanzen schützen und sie und die Böden resilienter machen? Und schlussendlich auch, welche Chancen und positiven Potenziale ergeben sich dadurch, neben den Risiken, die gibt es natürlich auch, wenn wir uns auf diesen Weg begeben? Wie würde sich ein schrittweiser und vorsichtiger Abbau mit Unterstützung von Menschen, die da vielleicht auch schon etwas Erfahrung haben, und ein vorsichtiger Verzicht auf diese Stoffe, auf unsere persönliche Gesundheit als Menschen, ja, und aber auch auf die Gesundheit der Tiere, der Natur, der Böden und der Gewässer auswirken? Weil allzu oft hat man ja, und das liegt in der Natur von uns Menschen, einfach Angst vor dem Unbestimmten. Aber hier, glaube ich, ist es eben wichtig, Bilder zu kreieren, eine Zukunft, die wir wollen. Und dann eben auch aus dieser Freude auf das, was damit bewirkt werden kann, heraus dann auch die Kraft zu schöpfen, sich auf so einen Weg zu begeben. Und diesen Fragen wollen wir eben in dieser 12-teiligen Serie vertieft nachgehen. Ich bin der Meinung, es gibt keinen Grund, depressiv zu werden oder zu resignieren. Aber viele Gründe, neu draufzuschauen und sich neu für den eigenen Beruf und den eigenen Hof zu begeistern und nochmal versuchen, einen Neugriff zu machen, so wie es halt möglich ist, in Gemeinschaft, vielleicht auch hier, wo man sich gegenseitig eben vielleicht auch bestärken, austauschen und von und miteinander lehren kann und auch die Missgeschicke vielleicht austauschen kann, die auf diesem Weg geschehen können. Und Systemverwandlungen sind immer schwierig und eine Herausforderung. Also mit vielen Widerständen verbunden. Und deshalb möchte ich meinen Beitrag jetzt mit einer Geschichte abschließen. Denn es gibt in der Natur eine wunderbare Analogie. Und zwar die Analogie der Metamorphose der Raupe zur Puppe und zum Schmetterling. Es ist ja so, wenn eine Raupe aus dem Ei schlüpft, das wisst ihr ja alle, dann fängt sie an, zu fressen, 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 wachsen, 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 wächst und wächst. Und irgendwann wird es ein bisschen eng in dieser Haut und dann wirft sie diese Haut mal ab und wächst in die nächste Haut hinein und frisst und frisst. Und dann wirft sie die Haut wieder ab, wächst in die nächste hinein. Das ist vielleicht auch ein Bild für dieses Dogma des ewigen Wirtschaftswachstums. Schon nur da ist klar, die Raupe kann weiter wachsen und weiter wachsen, aber an irgendeinem Punkt ist fertig mit Raupe weiter wachsen. Und jetzt wirft sie nicht mehr die Raupenhaut ab und wächst weiter, sondern jetzt verpuppt sie sich. Jetzt ist es nicht mehr Fortschritt und Entwicklung, jetzt ist es Metamorphose oder eben Entwicklung, nicht mehr Fortschritt. Und jetzt ist sie in dieser Puppe. Und jetzt wird die Form wieder chaotisiert, entsteht wieder ein Saft. Und in dieser Puppe, plötzlich eines Tages, taucht die erste Schmetterlingszelle auf. Was geschieht jetzt?
Das Immunsystem der Raupe frisst die auf, obwohl die Teil desselben Wesens ist und sozusagen aus der Zukunft kommt und ihm jetzt schon die Zukunft sozusagen bruchstückhaft repräsentiert. Und das ist wie bei uns in der menschlichen Gesellschaft, wenn plötzlich ein Mensch kommt und sagt, hey, hey, die Erde ist keine Scheibe, die ist rund. Oder die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Oder andere Sachen, diese Menschen, die, wenn sie Glück hatten, wurden sie für verrückt erklärt, manchmal eingesperrt oder wenn sie Pech hatten, wurden sie verbrannt oder so. Also und jetzt ist es so, in der Puppe kommen immer mehr von diesen Schmetterlingszellen. Und das Immunsystem der Raupe frisst die alle auf. Und es kommen aber immer mehr von diesen Schmetterlingszellen. Und was machen die jetzt? Die merken sozusagen alleine, oh, kriegen wir diesen Wechsel zu etwas Neuem nicht hin. Und dann fangen diese Schmetterlingszellen an, sich zu verbinden mit anderen Schmetterlingszellen und Cluster zu bilden. Sie bilden sozusagen Schmetterlingszellengemeinschaften. Und das Immunsystem der Raupe bekämpft die aber weiterhin. Aber die Raupenzellengemeinschaften bekämpfen nicht das Immunsystem, sondern die schützen und sie potenzieren sich durch Clustering. Und ich meine, dass wir eben jetzt in so einem Zustand sind, wo man merkt, okay, da kommen jetzt neue Impulse, die sind teilweise jetzt schon, gibt es einzelne Schmetterlingszellen und dann gibt es aber auch einzelne Raubkräfte, die ein bisschen bekämpfen und das nicht so toll finden und eigentlich das Bestehende noch ein bisschen erhalten möchten, weil man sich vielleicht da gut eingerichtet hat oder gut da verdient und das ist ja auch alles verständlich und nicht zu verurteilen. Das ist jetzt ein Bild. Und dann ist es aber so, dass dann fangen diese einzelnen Schmetterlingscluster an, Fäden auszusenden und mit den anderen Clustern zu kommunizieren. Das können wir heute dank dem Internet auch. Wir wissen heute, dass es weltweit Schmetterlingszellen gibt von Menschen, die anders mit der Erde, mit der Natur, mit der Landwirtschaft und der Ernährung wieder umgehen möchten, die auch die Bäuerinnen und Bauern wieder ins Zentrum der Gesellschaft und der menschlichen Entwicklung stellen möchten. Und in der Puppe ist es dann so, dass eines Tages das Immunsystem der Raupe kollabiert und dann geht es sehr schnell und dann gibt es nur noch Schmetterlingszellen. Jetzt ist aber die neue Form noch nicht ausgereift. Das heißt, die Hülle der Puppe hält jetzt diese neue Schmetterlingszellen zusammen so lang, bis durch einen inneren Prozess die neue Form ausgereift ist. Und dann verhärtet die alte Form. Also auch die Verhärtung einer alten Form hat einen Sinn, weil diese Verhärtung ermöglicht, dass der Schmetterling durch Druck dann diese Hülle aufsprengen kann, sozusagen aufdrücken kann, weil wenn die elastisch bliebe, dann würde das nicht gehen. Also eine Verhärtung von etwas Älterem hat seinen Sinn. Und jetzt arbeitet der Schmetterling sich unter Anstrengung all seiner Kraft aus dieser alten Hülle heraus. Wenn Sie jetzt ihm diese Anstrengung abnehmen wollen und helfen, dass er einfacher hat, dann stirbt er und kann nicht fliegen. Das heißt, er braucht den Widerstand des sich aus dem Alten herausarbeiten, um an diesem Widerstand die Kraft auszubilden, die er dann braucht, um fliegen zu können. Mir persönlich hilft dieses Bild seit vielen Jahren, einfach mit den Widerständen unserer Zeit und auf diesem Weg dieser Transformation, die gesamtgesellschaftlich vonstatten geht, aber auch bei euch natürlich im Ernährungs- und Landwirtschaftswesen, einfach mit diesen Widerständen etwas milder umzugehen, weil ich in ihnen den Sinn sehen kann durch diese Analogie, dass wir an diesen Widerständen die Kraft entwickeln erst, die wir brauchen, um dieses System hoffentlich transformieren zu können. Und so hoffe ich mit vielen Menschen weltweit, dass wir als Gesellschaft mit ihnen zusammen, und dazu brauchen wir sie sozusagen, dass diese Transformation von einem industriellen Umgehen mit sich selbst und mit den Lebenssphären und mit der Natur hin zu einem lebenfördernden und menschenwürdigen Ernährungssystem finden können, die für alle von uns wieder eine bessere Zukunft ermöglichen kann.
Und das Schöne dabei ist vielleicht auch, dass wir das nicht müssen, aber dass wir es können wollen oder wollen können. Ja? Das, und darin liegt vielleicht auch gerade die Würde unseres Menschseins, unsere Freiheit, aber gleichzeitig auch unsere Verantwortung für die Entwicklung dieser Lebenssysteme und unserer Kultur. Und ich möchte uns alle eigentlich ermutigen, lasst uns diese Aufgabe ergreifen und gemeinsam gestalten, so dass wir nicht von außen weiterhin gestaltet werden, sondern dass wir das gestalten, gemeinsam mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten uns da gemeinsam auch begleiten und mit größtem Verständnis versuchen, das gemeinsam zu tun. So dass wir die menschlichen Verhältnisse untereinander und zur Erde neu gestalten können und dann eben eine neue Revolution oder Evolution, eine neue Ökonomie, die die Ökologie zur Grundlage hat und auch die Menschlichkeit zur Grundlage hat, wie damals bei Zarathustra sozusagen, ausgehend von einer lebendigen Landwirtschaft und lebendigen Höfen. Denn dann wird die Natur wieder gesunden und mit ihr die Böden und die Gewässer, die Tiere und auch wir Menschen. Und ich glaube, unser Zusammenlegen und unsere Arbeit wird dann auch wieder mehr Freude machen. Und nun schließe ich meinen Beitrag mit einem Gedicht von Rose Ausländer. Vergesst nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam. Besteigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den vier Winden. Vergesst nicht, es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilt, ach, die geteilt, die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet. Diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen.